Seit inzwischen 23 Jahren ist das Kriseninterventionsteam Leipzig immer dann zur Stelle, wenn Menschen in akute Krisensituationen geraten. Ob nach schweren Unfällen, dem Tod naher Angehöriger oder nach massiven Gewalterfahrungen, bietet es Zuwendung und Unterstützung. LZTV hat den ehrenamtlich tätigen Verein besucht. Tobias Hönig und Heike Stellmacher berichten darüber, wie die Arbeit des KIT konkret aussieht. Das Kriseninterventionsteam Leipzig ist ein Verein, den es seit ganz vielen Jahren gibt, nämlich seit 2001. Und da ist damals gegründet worden von Notärzten und Rettungsdienstmitarbeitenden, die den Bedarf erkannt haben, dass Menschen zurückbleiben, wenn die Notärzte und Rettungsdienstmitarbeiter sich um Patienten kümmern und die Angehörigen nach einer Reanimation, nach einem Versterben, nach einem Unfall, nach einem Suizid, die bleiben zurück und niemand ist da, der sich um die kümmern kann. Und da wurde vor fast 25 Jahren der Verein gegründet und ist nach und nach immer mehr gewachsen, sodass wir heute ein Team haben, was aus ungefähr 30 Mitgliedern besteht, was rund um die Uhr eine Bereitschaft abdeckt und wir sozusagen rund um die Uhr für die Stadtgesellschaft in Leipzig da sind und für die Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr alarmierbar sind, um in solche Situationen, die potenziell traumatisierend für die Angehörigen sein könnten, zu kommen und sehr zeitnah zu unterstützen. Wir werden zu Menschen gerufen, die gerade zum Beispiel einen Arbeitsunfall erlebt haben, einen medizinischen Notfall, dass ein häuslicher Todesfall passiert ist, ein Tod in der Öffentlichkeit, ein Suizid, ein Unfall im Straßenverkehr oder ähnliche Situationen, die sozusagen belastend für die Hinterbliebenen, für die Menschen, die dort als Zeugen dabei gewesen sind oder die anderweitig zugehörig sind, potenziell traumatisierend sind. Und genau, wir kommen dann vor Ort, nachdem wir von Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr alarmiert wurden und haben so verschiedene Aufgaben, die wir uns annehmen dort vor Ort. Oft geht es erstmal darum, natürlich eine Beziehung zu dieser hinterbliebenen Person aufzubauen. Das kann relativ lange dauern, bis man dort irgendwo so eine Vertrauensebene gefunden hat. Man muss gucken, wie man überhaupt einen Zugang zu einer Person bekommt, die gerade in einer sehr außergewöhnlichen Situation ist. Dann ist eine große Aufgabe für uns, so den Zeitraum dort vor Ort zu strukturieren, also mit der Person zu besprechen, was passiert jetzt hier eigentlich gerade. Warum kommt jetzt hier Polizei? Warum kommt Rechtsmedizin? Warum kommt vielleicht noch ein zweiter Arzt? Was soll das eigentlich alles? Was wollen die alle hier? Das tun wir mit den Menschen besprechen. Wir besprechen natürlich, wie geht es auch nach der Zeit weiter? Was für Dinge sind notwendig, vielleicht um eine Bestattung zu regeln, vielleicht auch um eine Lebensversicherung zu informieren oder sonstige rechtliche Dinge, die dann noch notwendig sind. Vor allen Dingen geht es uns natürlich aber um den Menschen dort vor Ort deswegen ist es uns eine große Aufgabe, dass wir das soziale Netz aktivieren, also schauen, wer ist eine Person, die dort dieser Person gerade beistehen können, wenn wir wieder gehen. Das kann eine Nachbarin sein, das kann ein Familienangehöriger sein oder eine Kollegin, ein Freund, einfach ein Mensch, der eine gute Bindung zu der Klientin sozusagen hat und für den Menschen auch im Weiteren da sein kann. Unser großes Anliegen ist es, wenn es einen Todesfall vor Ort gibt und ein verstorbener Mensch vor Ort ist, dass wir eine Abschiednahme von diesem verstorbenen Menschen ermöglichen. Dann ist es oft unsere Aufgabe, den Angehörigen dabei zu begleiten, vielleicht auch den Rahmen schön so gut wie möglich zu gestalten, dass man vielleicht noch eine Kerze aufstellt, dass man vielleicht noch ein paar Blümchen aus dem Garten holt und die neben den Verstorbenen zu stellen, um dann ein gutes Setting herzustellen, um eine Abschiednahme zu ermöglichen. Das ist so für uns so ein Stück weit das Tor zur Trauer, dass man damit beginnen kann, den Verstorbenen gehen zu lassen, wenn man sich auch von ihm verabschiedet hat.
Und eine große Aufgabe ist es für uns noch, auch nachsorgende Angebote zu ermöglichen. Also wir hinterlassen in aller Regel nach unseren Einsätzen Nachbetreuungsangebote. Da haben wir in der Stadt Leipzig ein großes, großes Glück, dass wir ganz viele bunte Nachbetreuungsangebote haben, sodass wir für ganz viele verschiedene Situationen den Menschen was hinterlassen können. Sei es ein Verein, der sich um trauernde Kinder kümmert, wie Wolfsträne, sei es ein Verein, der sich um Hinterbliebene nach einem Suizid kümmert, wie Argus e.V. Oder viele andere Organisationen, die für Menschen da sind, die eine Trauer durchleben oder die einfach eine Beratung brauchen in dieser Situation. Wir brauchen natürlich auch wie alle anderen ehrenamtlich arbeitenden Vereine immer Nachwuchskräfte. Und da braucht es relativ wenig Rahmenbedingungen. Das heißt, man muss mindestens 25 Jahre alt sein, einen Führerschein besitzen und selber bei einer gesunden psychischen Verfassung sein. Genau, das sind so die Rahmenbedingungen. Aber es braucht natürlich ein bisschen mehr, um erstmal in so eine Situation reinzugehen. Und da gibt es eine bundeseinheitlich geregelte Ausbildung, die umfasst 110 theoretische Stunden, die wir an 5 Wochenenden absolvieren. Und danach ist es bei uns im Verein so, dass wir eine Hospitation im Rettungsdienst machen, dass wir in der Regel beim Bestatter zu Besuch sind und mal sehen, wie so eine Leichenversorgung stattfindet. Und wir machen auch praktische Einsätze mit unseren erfahrenen Mitgliedern, mit unseren Praxisanleitern, sodass man theoretisch, wenn es ganz schnell und alles ganz fluffig funktioniert, nach 3 Monaten theoretisch in den Dienst starten könnte. Aber ja, die Hospitation, das dauert natürlich. Und es braucht natürlich auch das eigene Gefühl, dass man an den Start gehen kann. Um die eigene Qualität für die Arbeit im Verein kümmern wir uns natürlich auch. Das heißt, wir haben monatlich einen Dienstabend, zu dem wir uns treffen. Und der ist dann einmal im Quartal entweder eine Einsatznachbesprechung, eine Supervision. Oder wir laden uns Gäste ein, um einfach mal zu schauen, was passiert mit unseren Klienten danach. Das sind also solche Nachsorgeangebote. Oder wir holen auch mal jemanden, der vielleicht auch an der Einsatzstelle ist, wie die Kriminalpolizei oder die Rechtsmedizin, die uns einfach von ihrer Arbeit erzählen und wir einfach so ein bisschen ja über das reden, was wir gemeinsam vor Ort tun können. Genau, und dann haben wir natürlich noch im Rahmen unseres Dienstablaufes die Möglichkeit, für unsere eigene psychische Gesundheit zu sorgen. Das heißt, wenn wir Dienstübergaben haben, sind wir in der Lage, mit dem Nachfolgedienst schon mal zu reden, was bei uns in der Schicht vielleicht passiert ist. Wir haben die Möglichkeit, in einer Art Protokoll niederzuschreiben, was wir erlebt haben. Also auch das ist sehr gut, um selber da ein bisschen sich auszukehren. Ja, und wenn dann immer noch was übrig ist, dann gibt es genug Kollegen im Verein, um die man sich dann mal treffen kann auf einer Tasse Kaffee oder wie auch immer, um dann mal drüber zu reden, was passiert ist, falls da wirklich noch was übrig ist. Aber in der Regel haben unsere Mitarbeiter das schon ganz gut gelernt, mit den Einsätzen umzugehen und das danach auch wieder alles dazulassen, wo wir es erlebt haben. Die Finanzierung von unserem Verein ist ziemlich vielfältig. Wir bekommen bisher keinerlei staatliche Unterstützung, sondern sind auf unterschiedliche Finanzquellen angewiesen. Es ist so, dass unsere Mitglieder einen kleinen Jahresmitgliedsbeitrag bezahlen, entrichten, wie es halt in Vereinen üblich ist. Aber darüber hinaus bekommen wir Spenden von Unternehmen. Wir hatten jetzt im vergangenen Jahr eine große Spendenaktion über 99 Funken. Da ging es darum, dass wir uns ein neues Einsatzauto anschaffen wollten. Und ja, da sind am Ende knapp 7.000 Euro zusammengekommen. Aber auch so haben wir Spender, die sowohl im unternehmerischen Bereich angesiedelt sind, als auch bei Privatpersonen, haben Menschen, die uns seit ganz vielen Jahren, nachdem sie vielleicht von uns begleitet wurden, in Erinnerung, im Andenken an eine verstorbene Person immer wieder Geld überweisen. Dafür sind wir sehr dankbar. Schlussendlich haben wir auch noch die Möglichkeit oder die Fahrtkosten, die wir für Einsätze aufbringen, sozusagen für die Polizei, dort die Fahrtkosten erstattet zu bekommen. Und noch ein großer
Punkt ist, dass wir von Staatsanwaltschaften und Gerichten Zuweisungen erhalten, wo beschuldigte Personen in Aussicht gestellt bekommen, dass das Verfahren eingestellt wird gegen Auflage einer Geldzahlung. Und das, da bekommen wir sozusagen Zuwendungen. Und das ist so der Punkt, wo wir uns finanzieren oder die verschiedenen Punkte. In Zukunft sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Seit Anfang des Jahres steht unsere Arbeit, die psychosoziale Notfallversorgung für betroffene Menschen, mit im sächsischen Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz. Und das ist ein großer Meilenstein für uns, weil wir damit erstmalig gesetzlich verankert sind in Sachsen. Was das bedeutet und wie das sich ausgestalten wird, das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigen, weil man dort jetzt sozusagen erstmal eine gesetzliche Grundlage geschaffen hat und die noch mit Verordnungen und Ähnlichem ausgestalten muss. Aber wir sind ganz optimistisch, dass das auch für uns als Verein und uns als Arbeit voranbringen wird und ja, unsere Arbeit einfach stärken wird. Das KIT Leipzig hat im Moment ungefähr 90 Mitglieder. Wir haben natürlich schon mal eine kleine Schwankung mit drin. Und von diesen 90 Mitgliedern sind aber tatsächlich noch 40 im aktiven Dienst und davon auch nicht immer alle, weil natürlich auch da mal das Leben dazwischen kommt. Da wird man Mutti oder es ist mal irgendwas in der eigenen Familie oder man hat so viel um die Ohren, dass man gerade keine Dienste fahren kann. Genauso, dass sich da unser Dienstplan so in der Regel mit 25 aktiven Kräften füllen lassen muss. Und wie sieht unser Dienstplan aus? Also jeder von uns übernimmt mindestens einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst. Das heißt, von 19 bis 19 Uhr ist immer eine neue Kraft im Einsatz bzw. in der Bereitschaft. Und unser ganzes Equipment, unser Fahrzeug, unseren Rucksack und alles, was wir so dabei haben an Utensilien für unseren Einsatz, der wird dann praktisch in dieser Übergabe übergeben, wo auch nochmal eine persönliche Begegnung stattfinden kann. Und da wir keine eigenen Räumlichkeiten haben, wo wir immer wieder sitzen, sondern das alle von zu Hause aus machen, fährt also der eine zum anderen nach Hause und holt den ab. Und so ist das eine recht private Angelegenheit, so eine Übergabe. Natürlich kann in so einer Übergabe auch mal eine Alarmierung passieren. Das heißt also, mittendrin werden wir durch die Leitstelle angerufen und es rücken dann sofort alle beide gleich aus. In der Regel sind wir aber sonst alleine im Dienst und rücken auch alleine aus, sind alleine vor Ort. Es sei denn, es sind Betreuungssituationen, dass es einfach ein paar Menschen mehr braucht. Dann akquirieren wir Menschen aus dem privaten Leben. Also es geht dann tatsächlich eine Nachricht auf dem privaten Handy ein, dass jemand gebraucht wird. Und dann heißt es schnell, ich kann oder ich kann nicht. Und wir ordern damit nach. Es ist also immer ein Mensch, der den Dienstplan praktisch alle 24 Stunden neu besetzt drin. Es gibt noch einen zweiten Dienst, unser Hintergrunddienst, das ist der Leiter vom Dienst. Der kümmert sich darum, dass immer jemand im Dienst ist, dass im Notfall, manchmal passieren ja auch Dinge zeitgleich, für einen zweiten Einsatz noch jemand akquiriert wird. Und er hilft auch im Hintergrund dem Menschen, der im Vordergrund ist, um einfach vielleicht mal Dinge zu regeln oder zu recherchieren oder noch irgendwas zu besorgen, was es einfach braucht. Also unsere Mitglieder sind natürlich alle noch irgendwo hauptamtlich beschäftigt. Und das ist natürlich auch das Problem in unserem Dienstplan, gerade von Montag bis Freitag den zu füllen mit Menschen, die trotz alledem arbeiten gehen. Und da ist es wirklich bemerkenswert, wie viele Unternehmer es doch ihren Angestellten gestatten, das mit Überstunden abzuarbeiten und einfach mal von Arbeit zu verschwinden. Andere, wo das nicht möglich ist, wo einfach die Arbeitsaufgabe eine andere ist, die machen dann gerne Dienst am Wochenende. Aber auch die Dienste sind wichtig und auch die müssen ja besetzt werden. Also die Einsatzzahlen in den letzten Jahren, die steigen. Das muss man einfach mal so sagen. Und ganz besonders jetzt in den letzten 3-4 Jahren ist es enorm auffällig, wie die Einsatzzahlen steigen. Wo wir früher so im Schnitt 150, 175 Einsätze im Jahr hatten, sind wir mittlerweile bei 250 bis 300 Einsätzen. Also im letzten Jahr waren es 271 Einsätze. Und davon ist es so, dass die Hälfte der Einsätze schon häusliche Todesfälle sind, die im privaten Umfeld passieren. Ansonsten haben wir noch die Einsatzzahlen, die sehr auffällig sind, sind natürlich Suizide, Unfälle und Unfälle da auch aller Art. Also egal ob in der Firma, ob zu Hause oder im Straßenverkehr. Also es ist ganz klar, wenn man das Ehrenamt beginnt, ist natürlich unheimlich viel Adrenalin noch mit im Spiel. Und da braucht es einfach Alantor,
Umgangsmöglichkeiten. Also auch in unserer Ausbildung gehen wir darauf ein, wie gehe ich mit so viel Adrenalin, mit so viel Aufregung, mit so viel Erlebten um. Im Laufe der Jahre gibt es da schon so ein angelerntes Verhalten. Also jeder sucht sich da, glaube ich, auch ein bisschen was aus, was für einen gut ist. Also ich entferne mich von jeder Einsatzstelle, wenn denn möglich, über Treppenstufen. Also ein aktives Weggehen. Und wenn ich unten im Hauseingang stehe, habe ich dann noch mal wie so eine imaginäre Dusche, die den Rest auch noch von mir abspült. Und dann fahre ich erst mal weg. Und wenn ich dann zu Hause immer noch das Gefühl habe, irgendwas ist von dem Einsatz in mir, dann ziehe ich noch die Uniform aus und dann bin ich sowas von privat. Und in der Regel ist es so, wenn ich da noch mein Protokoll geschrieben habe und meinem Hintergrunddienst davon erzählt habe, was ich getan habe, dann ist es irgendwie auch gut abgelegt. Es gibt natürlich Einsätze, die bleiben. Einsätze, die am eigenen Leben sehr nah dran sind, die finden natürlich einen anderen Zugang zu uns, aber da muss man halt wieder ein bisschen aktiv für sich was Gutes tun. Einfach im Nachgang irgendwelche Rituale entwickeln, womit man sich selber was Gutes tut. Und dann in der Regel ist es irgendwann auch gut integriert. Mehr Informationen zum Kriseninterventionsteam und zu den Möglichkeiten, dessen Arbeit zu unterstützen, finden Sie auf der Homepage kit-leipzig.de.